was bisher geschah. Padaut. Jeder kennt's, keiner schaut's. Drei. Wer bin ich? Einer geht noch. Geht ein Junge zum Arzt, sagt: Herr Doktor, ich habe ein Problem. Sagt der Arzt: Was haben Sie denn? Sagt der Junge: Naja, jedes Mal, wenn ich in den Spiegel gucke, bekomme ich einen Ständer. Sagt der Arzt: Ist ja auch kein Wunder, siehst ja auch aus wie eine Fotze. Ja, hallo liebe Leute. Wie ihr seht, haben wir uns jetzt von draußen nach drinnen begeben, um jetzt hier noch ein paar weitere Challenges zu machen und noch ganz viele weitere Leute rauszuwerfen. Ja, wir wollen uns jetzt auf jeden Fall kognitiv anstrengen und werden Zahlenmerken machen. Das heißt, unser Ton- und Kameramann wird sich eine lange, lange Zahl ausdenken, zeigt die 5 Sekunden und der danach, ja, dann dreht er das natürlich wieder um, die meisten Ziffern davon richtig aufgeschrieben hat, in der richtigen Reihenfolge natürlich, hat gewonnen. Und da ist natürlich dann der andere Kanal raus. Das wäre in meinem Fall Pixel Cocoon LP. Ich bin kein Play. Kein Play. Oder kein Play. Okay. Kein Play. So. Dann legen wir mal hin. Und dann werden noch mal die Gehirnmuskeln trainiert und los geht's. Sehe ich in der Spiegelung was? Und los. Nein. Ich hab irgendwas vergessen. Ich habe irgendwas vergessen! Gleichen das jetzt. Lies mal laut vor. Ja. 1109756669. Die 5! Die 5! Ich hab die 5 vergessen! Oh. Warum habe ich die... Ich hatte es im Kopf, ich habe richtig so gesungen. 1109756669. Oh, kein Play. Weiter. Pixel. Können wir nochmal? Wir können ja gleich noch eine Runde starten, wenn ihr wollt. Nee. Ja, los jetzt. Pixel Cocoon, du bist raus. Noch eine Zahl. Oh, wie dumm ich bin, ey. Kannst du auch mal noch ein bisschen länger machen. Noch länger? Ja. Na, okay. Ein paar Ziffern länger. Ich bin Busch Norris. Achso, das musst du auch. TV. Nee. Nicht, nee, du musst ja, aus der Box. Busch Norris TV, hast du den anderen in die Weiterbox? Ja. Ich bin Baba World Empire TV. Chabos wissen, wer der Baba ist. Das hört sich an wie so ein richtiger TV-Sender. Das ist, ja, machen das die ist, bestimmt. Das müssen wir überprüfen. Wenn die gewinnen, dann stellen wir den ja eh vor. Baba World Empire TV ist wahrscheinlich so das erste Fernsehen in der Türkei oder so. So, wir erhöhen den Schwierigkeitsgrad. Wir haben am Anfang nämlich erstmal nur Zahlen plus nochmal 5 Buchstaben. Alphanumerische Codes? Wer bist du, Edward Nigma? Ach, guck mal, wie er sich... Das sieht doch aus, als ob er es blind macht. Ja, so. Der Weise vom Hügel. Ja. Ein kleiner Bergeremit. So, erstmal für die Kamera. Er sieht die Zahlen vor seinem geistigen Auge. Erkennt man's? Da nochmal. Und los. Nein! Scheiße! Ich hab keine Zange! Scheiße! Ja, weiß ich nicht.
Ich hab einfach Ziffern aufgeschrieben. Okay. Für alles, was richtig ist, gibt's einen Punkt. Okay. Alles klar. Dann machen wir mal. Macht ihr daneben eine Strichliste, was richtig war. Okay. Okay. Denn es ist die 71901753629. Die Buchstaben sind A, E, K, M, P. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 habe ich. Ich habe auch 9. Nein! Ja, und nochmal. Neue Runde. Ey, man hat es und dann nimmt er den Zettel weg, dann bam! Wie ausradiert. Ja. Wie die Dinosaurier. Ja, ja, ich hatte ein bisschen Angst, was du jetzt sagen könntest. Was denn? Nein. Nein. Nicht in der Kamera. Ja. Wie? Zieh ich den ein. Wie Eltern. Jetzt kombinieren wir Buchstaben mit Zahlen. Am besten jetzt. Hat er das nicht eben schon gemacht? Nee. Gleich macht er auch noch römische Zahlen und so einen Scheiß. Ja. Und geometrische Formen, die wir nachbilden müssen. Ja. Ja, bitte zeichne noch ein Dodekahedron. Ja. Oh, tut mir leid, das ist nicht der Buchstabe E, sondern die Zahl E. Oh, das ist ein Tetraeder und kein Rhombus. Das ist ein gleichschenkliges Dreieck. Und jetzt. 1, 2, 3, 4. Fertig. Alles falsch. Da, 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 da. Wer bin ich? Ich bin Busch Norris. Du bist so, weiter. Ich lese wieder vor. Das ist die 5, 1. Achso, warte. Ich stimmt. Jetzt. Ja. Das ist die 5, 1, 7, 0, 0, 6, 1, P, A, 2, F, 1. So, Leute! Es ist alles richtig. Und du? Ja, ich hab nur 7. Okay, du kriegst noch einen Kanal drauf. Busch Norris, du bist weiter. Die Stubenhocker-Spiele kann er. Ja, ja. Ich musste mich erstmal so einpegeln, aber weiter. Die frische Luft bekommt ihn nicht. Diese Player. Also jetzt nochmal ein? Oder? Nö. Nö. Das war's, Leute. Weil diese vernichtende Niederlage, die. Für Martin, also für Baba World Empire TV, kann ich nicht toppen. Das ist tschüss. Ja. Okay. Guten Abend. Ja, liebe Leute, jetzt beginnt das nächste Spiel. Es nennt sich Hochbieten Wasabi eigentlich, aber wir haben jetzt Meerrettich, weil wir kein Wasabi mehr Schaf bekommen haben. Meerrettich. Schaf Meerrettich. Meerrettich. Und als erstes ziehen wir die Kanäle. Hast du dich gerade im Grund und Boden geschämt für mich? Ja. So, ich bin Doppel-DLP. Ich bin Eistuber-LP. Oh. Ich wollte den schon gerade schon raus. So raus. Also, es funktioniert so, wir bieten uns gegenseitig hoch. Ich sag zum Beispiel, ein Löffel Meerrettich. Dann sagt Martin, wenn er glaubt, er schafft zwei Löffel Meerrettich. Und dann bieten wir uns hoch, bis irgendwann einer sagt, nee, komm, cut. Und wenn Martin der Letzte ist, der gesagt hat, 6 Löffel Meerrettich, dann muss er die essen. Wenn er das schafft, dann ist Eistuber LP weiter. Wenn er das nicht schafft, ist Doppel-DLP weiter. Ganz einfach. Ja, das heißt, ich fange an und biete einen verdammten, verfickten Löffel Tafelmeerrettich von der Firma Schwarzverdeck. Schwarzstreif. Eins. Ich möchte jetzt erstmal die Kondition dieses. Du meinst, wie voll dieser Löffel? Nee, nicht mal, sondern muss er. Also wenn es jetzt 6 Löffel sind, dann muss ich ja wirklich. Der Löffel kann ja nicht so voll sein. Das müssen in der 6 Löffel gleich nacheinander reingeschaufelt werden. Ja. Und die muss ich komplett runterschlucken und dann ist alles cool. Ja. Also wenn du die runterschluckst und wieder hochwirkst, dann aber nicht. Ja, aber nicht in. Also die müssen auch drin bleiben. Ja, aber hochwirken nicht jetzt in den nächsten 2 Minuten, das ist klar. Aber wenn ich jetzt heute Abend kotze und zu Hause ist. Dann werde ich rückwirkend aus dem raus, doch, dann nehme ich den. Dann wäre es wieder getauscht. Sag ich sag 1. Dann sag ich 4.
Gibst du jetzt schon auf, du Milchmädchen? Da, nimm dir noch ein Milchbrötchen. Löffel. Dann sag ich 5. 5? Dann sag ich... Also 6 schaffe ich auf jeden Fall. Ja, da hätte ich keinen Bock drauf. Doch, ich bin hochmotiviert. Also, warte, wie hieß er? Eis-Tuba-LP, du bist quasi schon weiter. Tafelmeerrettich? Das ist eigentlich jetzt nur noch. Ja, dann sag eine Zahl. Ich hab da schon 6 gesagt. Ja, hast du 6 gesagt? Ja, schon lange, Mann. Nein, ich warte auf deine Zahl. Spul nochmal zurück. Nee, dann mach 6. Ist okay. Gibst du auf? Gibst du jetzt echt auf? Ich hab keinen Bock zu. Du Arschloch! Ja, mach 6. Wie voll muss denn der Löffel sein? Guter gestrichener Löffel. Also gestrichen, also. Nicht mit darf ich das machen? Haufen, aber auch nicht glatt gestrichen. Warte. Was dazwischen? Können wir ja mal. Ja. Ist das ein. Ach, das ist ein guter Löffel. So. 6, ja? Oh, riech mal! Riecht das Aroma hoch. Nummer 2. Haben wir was zu trinken? Nein. Erst essen. Trinken macht es auch nicht besser übrigens. Habe ich mal irgendwo gelesen. Nummer 3. Doppel-DLP. Ich tue das für dich, Bro. Nummer 4. Oh Gott. Ja, los. Wir wollen heute noch nach Hause. Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie Vanillepudding. Das kann doch gar nicht so schlimm sein. Ja, dann isst du doch 6 Stück. Nummer 5. Was ist jetzt Nummer 5, ja? Nummer 5 lebt. Nein, wieder zusammenbauen. Er ist tot, Nummer 5. Was kommt mir schon aus der Nase? Doppel! Das war das letzte. Jetzt muss irgendjemand Eye of the Tiger einspielen, bitte. Ich hoffe, das ist auf der Aufnahme zu hören. Du Sau. Oh. Eistuba! Doppel-DLP, du musst weiter! Für beide Kameras! Ich kotze nicht. Ich kotze nicht. Ich werde nicht kotzen, nicht vor laufender Kamera. Jetzt kotze ich. Tierrätsel! Ja, verdammte Axt! Wir werden nun Fragen gestellt bekommen über verschiedene wohl wirklich real existierende Tiere. Und ja, Herr von und zu Tonmann wird diese Fragen dann... Regie. Die Regie wird dann die Fragen vorlesen und dann können wir sofort buzzern. Ey, hier, oh, ich weiß die Antwort. Und wenn wir ihn unterbrechen, bevor die Frage vollständig vorgelesen wird, wird sie nicht weiter vorgelesen, würde ich dann falsch liegen, wird sie ihm komplett vorgelesen und er darf antworten. Und wer als erstes 3 Punkte hat, hat gewonnen. So. Und dann wäre der jeweilige Kanal raus. Und das ist in diesem Fall Specky? Speci? S-P-E-C-I. Okay, ich habe Nighty zockt. Nighty zockt, okay. So. Dann bin ich jetzt bereit und mach das mal weg.
So, dann kommen wir hiermit zur ersten Frage. Wie lange soll ein Straußenei gekocht werden? Etwa 15 Minuten, 40 Minuten oder 2 Stunden? Ich! 2 Stunden! Falsch! Nein! Dann sag ich, das war die zweite Antwort. 40 Minuten war das, ne? Ja, dann sag ich das. Richtig! Oh! Etwa 40 Minuten, also 10-mal so lang wie ein Hühnerei. Ja, aber ich mag sie hart gekocht. Deswegen, da sind 2 Stunden realistisch. Okay. Verdammt! Okay, 1-0. Wie heißt der kleinste Affe? Ich. Na? Das Kapuzineräffchen? Das ist leider falsch. Oh, lies mir doch die Frage vor. Wie heißt der kleinste Affe? Ach, das war's schon. Ich dachte, da kommt doch was. Ich weiß, wie der heißt. Ich erkenne auch Bilder davon. Irgendwas mit Mond oder Nacht oder... Also dieser kleine Mini-Affe. Mondscheinäffchen. Nein, ich hab keine Ahnung. Nein, falsch. Es ist das Zwergseidenäffchen. Ah. Es wird höchstens 30 cm groß. Du hast mir doch mal ein Bild davon geschickt. Wie ein Penis. Ah, ich weiß, wie er aussieht, aber nicht für euch. Ja, kein Ehrenpunkt. Damit kann ich leben. Das kann euch interessieren. Wie lange gibt es schon Katzen? Ja? 10, 20 oder 40 Millionen Jahre? Was? 10, 20 oder 40? Millionen Jahre. Ich? Na? 20 Millionen Jahre. Falsch. Tja, das waren nämlich 30 Millionen Jahre. 10, 20 oder 40? Also, jo, falsch. Ich hab's auch raus. Sorry, ist auch falsch. Keinen zweiten Versuch. Ja. Erste Katzenartige Raubtiere gab es schon vor etwa 40 Millionen Jahren. Aber wenn ich falsch. Du bist so verkackt, ey. 30! Okay. Nächste Frage, wir kommen zur nächsten Frage. Wer hört besser, Katzen oder Hunde? Hier. Hunde. Das ist falsch. Ja. Dann sag ich Katzen. Und? Katzen! Mit ihren frei drehbaren Ohren nehmen sie das leiseste Geräusch wahr und übertreffen sogar das Hörvermögen der Hunde. Das war jetzt ein bisschen. Das ist einfach. Nico! Mach du. Das. Ah. Wie viele Augen haben Spinnen? Ey, hier! Nico, acht! Ja, lass mir gelten. Die meisten Spinnen besitzen 6 oder 8 Einzelaugen. Ja! Ich habe einen Punkt! Das kennst du nicht, ne? Ein Punkt? In meinen Augen. Ja, da wo es hingehört. Im Hens Gesicht. Wir wechseln ja auch immer fleißig die Tiere. Ich blätter hier gerne weiter in diesem Rätsel rum. Nico natürlich als Herr Plötz möge die Frage gefallen. Welche sind die langsamsten Fische? Du meinst jetzt von der Schwimmgeschwindigkeit her, die langsamsten Fische? Ja. Puh. Nee, sag du. Also, soll ich sagen? Ja, ja. Also ich sag, der Quastenflosser. Falsch. Das sind die ältesten Fische, oder? Habe ich nicht einfach so einen Punkt? Muss ich das wissen? Der Plötz. Die Seepferdchen. Das sind keine Fische, das sind Pferde. Okay, nächste Frage. Wir kommen schnell weiter zum Punkt. Wie heißt das größte Korallenriff? Ich. Ja? Das Great Barrier Reef. Das ist richtig. Ja, Specki, tut mir leid. Na, die zockt. Herzlichen Glückwunsch. So, weiter geht's im Geschehen. Wen habe ich? Das ist echt das Glück. Pass auf, ich habe Starlex. Der ist auch neu, ne? Und ich habe Art and Games TV.
Los geht's, und diesmal, okay. diesmal gebe ich mir Mühe. Wir starten gleich mit der nächsten Frage. Wie heißt die größte Raubkatze der Welt? Ich? Der Löwe. Falsch. Nico. Noch existierend? Nico. Säbelzahntiger. Auch falsch. Ey. Der sibirische Tiger. Ey, ich hab gefragt, ob existiert. Verdammte Scheiße. Existiert ja auch. Du existierst. Wir sind vom Aussterben bedroht. Du bist vom Aussterben bedroht. Hast du jetzt da einen Punkt hingemacht? Nein, ich mal hier ein Sternchen. So Leute, jetzt kommt eine sehr interessante Frage. Wie lang war der längste Dinosaurierschwanz? 15, 25 oder 30 Meter? Ich? Ja? 25 Meter. War das eine Antwort? Möglichkeit 25? Ja, ne? Ja. Ja, okay, gut. Und ist falsch. Es waren nämlich nicht 30. Doch, es waren 30. Es waren 30. War 30 eine Antwortmöglichkeit? 30. Falsch. Ah! 15. War der Schwanz des Diplodokus. Na, wusste ich. Mit Schwänzen kenne ich mich aus. Nein, hast du ja gerade. Wie alt sind die ältesten Insektenfossilien? Bei der Frage machen wir, wer näher rankommt. Okay. An die Antwortmöglichkeit. Schreiben wir auf, ne? Es gibt, genau, schreibt mal beide ungefähr eine Zahl auf, wie lang die ältesten Insektenfossilien sind. Wie alt sie sind. Wann, genau. Was sind die ältesten Insektenfossilien? Wie viele Jahre ist das her? Insektenfossilien. Ja. Also wir reden hier nicht von Einzellern, sondern ernsthaft Insekten. Sind ja schon weiterentwickelt. Ich habe jetzt einfach mal was aufgeschrieben, ne? Ah, ich weiß nicht. Kacke. Wer näher rankommt, darum geht's. Ja. Das ist aber zu rechnen dann. Weil das ist nicht so schwer. Okay. So, ich sage, was sagt Nico? Ich habe 80 Millionen BC. Ich habe 300 Millionen Jahre. Aber das ist Martin dichter dran. Das ach du Fotze! Hey! In der Zeit der Dinosaurier, da kam das. Genau, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage, bei der wir was schreiben können. Wie viele verschiedene Insektenarten sind heute bekannt? Geht wieder darum, wer von euch eine Zahl tippt, die natürlich näher dran ist. Wie viele Insektenarten sind uns heute bekannt, zur heutigen Zeit? Grobe Schätzung, gerne aufschreiben. Oh, ich komme mir so dumm vor, ne? Ich komme mir so richtig dumm vor. Wie so der letzte Hinterwäldler. Ich habe leicht reden, ich sehe die Antworten. Ja, was steht denn da? Na, sag ich dir gleich. Schummeln. Ich mache ich gar nicht. Hat er geschmult? Nein. Hat er geschmult? Geschmult hast du. Jetzt auf der Kamera. Ja. Also wenn er jetzt genau die Zahl hat, dann wird es komisch. Ich sag 50.000. Ich habe 100.000. Damit ist Nico dichter dran. Es sind 750.000. Ja! Oh! Beide weiternehmen. Hast du schon einen Punkt die Runde? Ich hab schon einen Punkt. Du hast schon einen Punkt. Ich habe auch einen Punkt. Guck mal. 100.000 Punkte habe ich. Wie viele gab es jetzt? 700.000? 750.000. Oh, ja. Wann? Wir bleiben dabei bei diesen Tippsachen, die sind ganz gut. Wann fand das erste Mal ein Pferdewagenrennen statt? Und da brauchen wir jetzt eine Jahreszahl. Eine Jahreszahl, genau. Wann das das erste Mal stattfand? Genau. Ein Pferdewagenrennen. Was auch als solches deklariert ist. Ja, muss ja nicht in der deutschen Sprache gewesen sein. Ja, Arschlecken, ich nehme das jetzt einfach. Was bist du? Das sag ich dir nicht. Ich hab.
Die Jahreszahl 30 vor Christus. Oh, ich habe 1000 nach Christus. Ich hatte erst 1000 vor Christus. Somit ist Martin dichter dran im Jahre 800 vor Christus. Oh. Bei den alten Griechen. Ich hätte mal 1000. 1000? Weißt du, wann das war? Das war irgendwann im Mittelalter. Ich hatte 1000. Guck mal, da steht BC. Und dann habt ihr alle so komisch geguckt. Und dann habe ich NC draus gemacht. Achso, zweiter Punkt. Ja. So. Scheiß Pferde. Welcher ist der größte Menschenaffe? Da brauche ich jetzt einfach ein Ich. Der größte Menschenaffe? Ja. Der Gorilla? Ja. Ja. Oh, ich Idiot, ich wollte es aufschreiben. Ich fang's an. Gorilla, ganz stolz dachte ich, dass es das wird. Aber ich. Oh. Starlex. Art and Games, es tut mir leid, du bist raus, tschüss. Du hast ihn nicht mehr reingeworfen. Und Ton hast du? Ton? Ja, okay. El Tono. Oh, Fatze. Los! Ah! Dann Monster Hunter 4 Ultimate für den Nintendo 3DS. Und ein OP-Kittel. Was? Warum? Ich packe meinen Koffer, nehme mit Propangas, Haarspray.